Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Far Cry 4. Wie schon angekündigt, werden wir uns heute ein bisschen um Außenposten und Glockentürme kümmern. Scheiße, jetzt weiß ich nicht mehr, wie das Ding fliegt. Doch, okay, ich hab's wieder drin. Den ersten habe ich schon markiert. Die anderen, die machen wir dann danach. Ich habe auch kurz noch Munition nachgefüllt und überflüssigen Krempel verkauft und ein paar Spritzen hergestellt. Alles so Dinge, die euch, glaube ich, weniger interessieren als das, was wir jetzt vorhaben. So, ich würde sagen, wir parken mal hier. Das ist, glaube ich, eine ganz gute Stelle, um anzufangen. Soll einen Alarm geben hier. Den sehe ich sogar schon. Okay, es sind ein paar Typen von mir hier. Sehe ich gerade. Muss ich nur kurz ausfindig machen. Ich kann den Alarm von hier schlecht ausschalten. Ich probier's. Sehr gut, sehr gut. Hier kommt ein Auto. Okay, das ist ein neutrales. Zack. Hauen wir uns doch mal eine Spritze in den Arm. Die Jungs sind ein bisschen aufgebracht. Ich glaube, die haben schon so ein bisschen mitbekommen, dass es jetzt ernst wird. Nicht gut, nicht gut. Schade. Da fällt die Nummer 2. Fuck. Nicht nachgeben. Räum von Mord. Wo versteckst du dich? Heißlich. Die andere Frage ist natürlich, wo der Jäger ist. Nein, ich hab dir doch gerade gesehen. Okay, der Jäger läuft auch mit dem darum. So eine Scheiße. Hier ist nichts, verdammt. Was ist hier? Okay. Down. Headshot. So, es sind noch zwei, und zwar einmal der hier im Haus und einmal der Jäger. Okay. Putz. Und dann sind sie alle tot. Das sind Erlöse uns von dem bösen Erfolg freigeschalten. Ich weiß nicht. Vielleicht, weil wir jetzt die Hälfte haben. Wir haben schon die Hälfte. Aktion beendet. Guck mal einer an. Das war ja so klar.
So, was haben wir hier? Na, was zu lesen. RA, Memo. Raxi-Bestellungen. An alle, die in der königlichen Raxi-Brauerei stationiert sind. Noah ist angepisst. Wir haben einen riesen Haufen Schnapsbestellungen für die Shanat-Arena hier liegen und kommen mit der Produktion nicht nach. Ihr müsst aufhören, euren nutzlosen Schädel mit Heroin voll zu pumpen und da rausgehen, um mehr Zivilisten zu finden, die wissen, wie man diesen verfluchten Hirse-Schnaps braut. Entschuldigung. Es ist schlimm genug, dass Arion mit dem Bierrezept entkommen ist. Bringt das in Ordnung. Wenn wir ihre Bestellung nicht pünktlich liefern, wird sie uns die Heroin-Rationen kürzen. Oder schlimmer noch, wir können in die Arena enden, um ein nüchternes Publikum zu unterhalten. Das ist irgendwie schon Schicksal bei euch zwei. Was nein? Was nein? Was nein? Hä? Muss ich das verstehen? Ich glaube nicht. Ich hoffe mal, das Gefährt ist noch da oben. Und dann gucken wir noch mal. Halt dein Schnauze. Ja, er ist noch da. Er ist noch da. Ganz schnell. Da habe ich den aber definitiv nicht geparkt. Hey Dude. Wo ist mein Auto? Gut. Scheiße, jetzt hängt er da fest, oder was? Was denn das jetzt für ein Mist? Ich hab die Karre hier nicht geparkt. Nein. Oh Mann, ey. Wenn ich da jetzt hingehe, ist er wahrscheinlich nicht da, ne? Der wird da höchstwahrscheinlich nicht vor Ort sein, weil er da unten im Fluss badet. Mist aber auch. Es gibt noch einen zweiten. Ach doch, er ist da. Dann habe ich nichts gesagt. Okay, wir schwören weiter. Wir können auch erstmal den hier machen. Erstmal den Glockenturm, dann den anderen, dann den anderen. Das gibt Sinn. Ich glaube aber nicht, wir können über den Felsen fliegen, oder? Die Karre spackt doch immer ab. Hier ist vielleicht... Ja, ich wollte gerade sagen, hier ist vielleicht nicht ganz so hoch, aber... Ah, so ein Mist, ey. Ups. Es ist out of map, ne? Ist denn echt ein Bogen fliegen? Ja, wir müssen hier so einmal so rum ums Eck. Na gut, dann fliegen wir halt ein bisschen Umweg. Hier ist die geile Brücke, was die zwei hier verbindet. Ich habe gedacht, ich habe ja aufgeräumt. Was ist denn das? Was machen die Idioten da unten? Ganz neue Gefilde hier oben. Dieses mistverdammte Scheißding.
Da hinten brennt irgendetwas. Boah, sieht schon nice aus. Okay, ein paar Kollegen von uns fahren da auch schon rum. Ja, hätte ja klappen können. Hallo. Spatz doch nicht immer so ab. Scheiße. Ah, scheiße, das war ja... Ich sterbe jetzt an Bienen. Ich sterbe jetzt an verfickten Bienen. Wollt ihr mich verarschen? Was ich da nicht, dass sie so abgehen? So eine Kacke. Ach Mann, und den ganzen Scheißweg umsonst. Umsonst. Mann, oh. Ich weine echt gleich, ey. Glaubt's mir nicht, aber es ist wirklich so. Komm, schieb jetzt da den weißen, grau-weißen Balken rüber. Hup, ab. Hallo? Machst du das bitte für mich? Danke. Ah, cool. Oh. Ach, Quatsch. Wow, Alter, hab ich mich verjagt. Was geht mit dem ab? Alter, damit habe ich jetzt überhaupt nicht gerechnet. Aha. Bitte. Ja, gleich folgt nichts mehr. Ernsthaft? Nein. Cool, nicht mal ein Leben verloren. Scheißendreck, ey. Das ist ja mal ein verkackter Glockenturm. Vielleicht. So, hier. Vielleicht muss ich da auf diesen Vorsprung. Alter, Kiste, geh weg. Okay. Da ist ein Bienenstock. Ich würde euch raten, lasst ihn einfach in Ruhe. Wie die schon mich rumschwören, ne? Sehe ich ja jetzt erst.
Aber die Frage ist, da komme ich ja never ever hin. Jetzt mal ganz ehrlich. Erstens, was haben die Bienen hier zu tun? Kann man damit nichts anfangen? Und zweitens, wie soll ich bitte hier hochkommen? So kann ich ja nicht dagegen springen, oder? Wenn ich so springe, müsste ich eigentlich auf der Latte landen. So geht es also nicht. Es folgt eine Ankündigung des Ministeriums für Öffentlichkeitsarbeit und soziale Harmonie. Ja, das Einzige, was mir jetzt noch einfällt, ist von der Seite hier dagegen zu springen. Aber wenn ich halt zu weit springe... Ja. Das war genau das, was ich vorhatte. So eine Scheiße. Oh Mann, ey. Ach, so ein Mist, ey. Jetzt mal ehrlich, gibt's hier einen Trick? Bin ich wirklich so blöde? Bescheuert, was machst du denn? Ich glaube mein... Ah ne, mein Scheißteil habe ich ja oben geparkt. Ich habe gedacht, vielleicht ist der noch irgendwo. Aber ich habe den ja oben geparkt. Kann ja gar nirgends mehr sein. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Wenn Sie diese an sich nehmen, berauben Sie unseren großen Führer. Alle Zivilisten, die beim Plündern erwischt werden, werden inhaftiert und umgehend wie Hauptstrafe. Möge Pagan gänzlich nicht alle erleuchten. Ich habe versucht, so seitlich. Das wäre vielleicht. Also, da würde ich sagen, okay, machbar. Verschissene Box. Na, also so ein bisschen seitlich, hier würde ich sagen, okay, lass dich durchgehen, aber gerade auf das Ding drauf. Na, aber ich wüsste echt nicht, wie. Es gibt ja auch... Der goldene Vater stellt eine ernste Bedrohung dar.
ihrer eigenen Sicherheit. Möge Morgan ins Licht uns alle erleuchten. Ich habe das Gefühl, dass dieses Ding einfach zu weit unten ist. Oh Gott. So, jetzt endlich hält die Trude mal ihre Klappe. So, das ist sogar der erste Turm in der im neuen Abschnitt. Im nördlichen Abschnitt. Was machen die denn da? Die sind Tiger verarschen. Auch nichts Besseres zu tun. Neue Aktivitäten. Okay. Sehr gut. Ich würde sagen, dass sich der Nebel jetzt mal langsam verpieselt. Oh, hier haben wir nochmal eine Festung. Die ist aber sehr schwer. Ja, unten haben wir, glaube ich, alle Festungen, oder? Ich glaube ja, wenn ich jetzt keine übersehen habe. So, das nächste Ding ist dieser Glockenturm. Ich werde wahrscheinlich wieder versuchen, von hier dorthin zu fliegen. Das heißt, wir machen dann eine Schnellreise hin. Und wir sehen uns dann hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Wenn ihr nicht schon in die Kommentare geschrieben habt, wie blöd ich eigentlich bin, darüber zu springen, macht ihr das noch schnell und dann bin ich auch schon raus hier. Macht es gut. Wir sehen uns hoffentlich bald wieder. Ciao.